Alright, 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 Leute, willkommen zurück zu Clash Royale. Update-Videos, Info-Videos, neue League-Bilder sind im Internet unterwegs und alle sind am Ausrasten. Oh mein Gott, neue Bilder, neue Gegner, neue Einheiten. Wir gehen mal die neuen Bilder durch und gucken uns mal an, ob das Fake oder Real ist oder halbwegs Real. Im letzten Video habe ich euch ja erzählt, dass es schon Bilder gab, dass ein paar neue Informationen aufgetaucht sind. Hier oben rechts auf das i klicken, dort findet ihr das alte Video. Dort sind die ersten Bilder zu sehen und auch was so Neues dazukommen soll, angeblich. Und jetzt sind, wie gesagt, neue Bilder dazugekommen. Das erste Bild, das seht ihr ja schon längst, sieht man den Barbarenkönig mit Leveln, Elixier 9, also so genauso viel wie Musketiere, was saftig fett kostet. Und wenn er wirklich 9 Elixier kosten wird, dann soll er am besten reinhauen und richtig. An sich so erstmal unspektakulär, die Farben sind eher untypisch Clash Royale, kann aber auch alles Beta sein, wissen wir ja, bei Leaked Bilder sind meistens eher beschissene Bilder drin. Aber ansonsten erstmal nichts Ungewöhnliches, sieht ganz okay aus, sieht plausibel aus. Dann kommt das zweite Bild, da sieht man den Barbarenkönig mitten auf dem Spielfeld, schrückt gerade nach vorne. Für 9 Elixier gleich 2 Stück von denen ist natürlich ordentlich, wenn das wahr ist. In dem dritten Bild sieht man angeblich eine Infokarte von dem Grand War, den Zaubererkönig, keine Ahnung wie der heißt, aus Clash of Clans. Auch erstmal so ganz okay, sage ich mal. Man sieht aber dort Rarity Hero. Bisher gibt es nur Legendary und angeblich sollen diese Karten in eine neue Ebene von Karten einführen, und zwar Hero-Status. Heißt das, die sind seltener als Legendaries? Kriegt man die noch weniger? Sind die noch krasser als Legendaries? Quasi, wenn du die aussetzt, hast du das Spiel sowieso automatisch gewonnen. Habe ich ja schon im letzten Update-Video mehr oder weniger so angedeutet, aber wenn diese Heroes reinkommen von Clash of Clans, dann wäre es echt cool, wenn die in einen neuen Level-Status kriegen. Und zwar Hero macht schon recht Sinn, weil da sind ja die Helden aus Clash of Clans. Und Legendaries haben wir eigentlich schon recht viele. Und desto mehr Legendaries reinkommen, desto schlechter ist es. Von daher wäre eine neue Kartenstufe namens Hero schon ganz ordentlich. Ob das wirklich reinkommt, fraglich. Und dann das letzte Bild sieht man beide Einheiten nochmal direkt. Die sind mitten auf dem Spielfeld, warten auf den Royal Giant und werden den gleich wegrotzen. Da sind die neuen Bilder. Da sind die Bilder, die geleakt sind. Wir analysieren die mal. Wie gesagt, das erste Bild ist eigentlich erstmal unspektakulär. Barbarenkönig sieht okay aus, sieht echt plausibel aus. So, das zweite Bild. Wenn ihr mich fragt, sieht das fucking fake aus. Warum? Die haben Level 9. Die kleine Zahl über den Kopf ist ja der Levelanzahl, nicht die Elixiere. Und Legendaries können Level 5 werden. Und der soll ein Level 9 sein für eine Hero-Karte. Hero soll angeblich wahrscheinlich seltener als Legendary sein. Da macht Level 9 null Sinn. Null. Vielleicht ist es aber auch weniger wert als eine Legendary. Aber auch dann ist sein Level zu hoch, weil Epic-Karten gehen bis Level 8. Wenn er die Lücke zwischen Legendary und Epic einnimmt, ist Level 9 immer noch zu hoch. Weil das stuft sich ja immer ab. 13 bei den gewöhnlichen, 10 bei den seltenen, glaube ich, war das. Bin mir gerade nicht sicher. 8 bei den Epics und Level 5 bei den Legendaries. Wie gesagt, das war passt überhaupt nicht in das Muster rein, der passt in die keine Lücke rein. Von daher, ein 9er Barbarenkönig ist schon recht ungewöhnlich. Aber ansonsten sehen die recht okay aus. Sieht ein bisschen ausgeschnitten aus, könnte doch Photoshopped sein. Der Schattenwurf sieht okay aus, von daher, an sich plausibel, wäre nur der Level nicht so hoch. Das dritte Bild mit dem Hero-Status. So, das erste, was auffällt, jeder, der sich auskennt, die Statistiken, die unten rechts der Grand Warden hat. 700 HP, 42 Damage und 63 Area Damage sind von dem Eismagier geklaut. Das sind die Werte vom Eismagier. Das sind 1:1 die gleichen Werte. Stinkt schon ziemlich nach Photoshop und Fake, oder? Man tauscht einfach das Bild auf, den Namen und den Text. Wobei da auch das recht okay aussieht. Ich meine, der Text oben, die Schriftart passt, der Text unten passt. Hero hat dieselben Farbe wie Legendary. Gut, kann ich noch hinnehmen, ist okay. Ich habe aber auch mal nach dem Videotitel gesucht, weil das ist ja angeblich ein YouTube-Video oder sowas. Hero Cards, New Cards. Das ist ein Thumbnail von einem YouTuber namens Barcode. Das ist ein englischer YouTuber, der hat ein Video vor 2 Wochen erstellt. Vor 2 Wochen hat er ein Video rausgebracht, wo er über die neuen Karten geredet hat. Wahrscheinlich auch über die ersten Bilder, wovon ich schon geredet habe. Und er hat dazu dieses Thumbnail erstellt. Das ist das Thumbnail für sein Video. Wenn man sein Video anguckt, hat er genau dieses Bild. Und da hat er wahrscheinlich ein bisschen mit Photoshop reingepackt. Und deswegen ziemlich wahrscheinlich fake. Das ist nur sein Thumbnail. Nee, das ist kein wirkliches Leak, aber es ist jetzt irgendwie reingerutscht in die Mitte in einen anderen Bilder, weil die anderen Bilder, die ich euch gezeigt habe, hier das erste und das zweite, die sind nicht drangekommen in seinem Video. In seinem Video kommt davon nichts. Auch dieses Bild kommt nicht dran. Genauso wenig wie das letzte Bild, was ihr jetzt hier seht, das ist auch in seinem Video nicht drangekommen. Ich weiß nicht, woher er die Grafik hat, vielleicht gibt es irgendwo im Internet eine fake Grafik, die man runterladen kann für sein Thumbnail. Aber vielleicht ist das auch echt, aber dann sind ja die Bilder, wie gesagt, 2 Wochen alt. Wenn es halbwegs wahr ist, dann sind hier ein paar Bilder mit verrutscht. Wahrscheinlich das eine Thumbnail von dem YouTuber, ein paar chinesische Bilder, die jetzt mit reingekommen sind, so wie das erste und zweite. Und dieses Bild ist wahrscheinlich etwas älter, aber da sieht man auf jeden Fall einen Level 2 Barbarenkönig, einen Level 2 Grand Warden. Ich finde, die Proportionen sind komplett falsch. Die Einheitenproportionen im Vergleich zu Royal Giant sind komplett daneben. Der Royal Giant ist fast genauso groß wie die zwei da. Auch der Schatten sieht richtig fake aus, gerade vom Zauberer rechts. Der sieht richtig schief aus. Ziemlich eindeutig, wenn ihr mich fragt, das sind fake. Die letzten 2 Bilder sind fake.
Das eine hat hier der YouTuber erstellt und das hat vielleicht irgendjemand anders erstellt und der hat es für sein Thumbnail benutzt. Die ersten zwei Bilder können sehr wohl real sein, wobei auch das zweite mit einem Level 9er Barbaren ist auch recht fake. Zumal es auch die gleiche Pose ist, also der rechte und der linke hat die gleiche Pose, wurde einfach nur gespiegelt und ja, auf jeden Fall mit Vorsicht genießen. Da sahen die ersten Bilder, die ich gezeigt habe, so doch schon um einiges plausibler aus, dass die neuen Barbaren reinkommen und so weiter. Die sahen um einiges plausibler aus, da hat es mehr Sinn gemacht, da sah es weniger nach Fake aus. Muss aber nichts heißen. Ich meine, es ist mehr als plausibel, dass wirklich diese Helden aus Clash of Clans in Clash Royale reinkommen. Das ist eigentlich in meinen Augen schon fast sicher. Ich meine, Babydrache ist nach Clash of Clans gekommen und dann werden diese Einheiten auch irgendwann, vielleicht nicht im nächsten Update, vielleicht nicht im übernächsten, irgendwann werden die aber reinkommen. Das sind die Ikonenfigur von Clash Games und die müssen einfach in Clash Royale rein. Ich würde es auf jeden Fall feiern und vor allen Dingen, wenn es Heldenkarten sind und keine Legendary, würde ich es auch feiern, weil eine neue Kartenebene bringt ein bisschen mehr Abwechslung, ein bisschen mehr neue Karten rein. Kann man dann 500 Euro für eine Legendary-Kiste ausgeben, damit Supercell noch mehr Geld verdienen kann. Die verdienen ja nicht so viel. Auf jeden Fall sind das die neuen Leaked-Bilder, wollt ihr euch mal unterrichten. Ein kleines Infovideo. Hinterlasst wie immer eure Kommentare dazu, was ihr dazu denkt. Und hier oben rechts auf das i klicken, wenn ihr das alte Video noch nicht gesehen habt. Und allgemeine Clash Royale-Videos findet ihr dort auch. Hinterlasst einen Daumen hoch, Abo nicht vergessen und dann gebt mir Flasse. Flop.